Ich hatte es im letzten Video schon so oft angeteasert, hier diese legendäre Stelle, diesen Lauf nach unten, den ich euch zeigen werde. Erstmal kurz zur Orientierung, schau mal, hier ist mein mittleres C. Wir befinden uns also sehr weit unten auf der Tastatur. Ja, wir werden auch heute richtig tiefe Töne spielen. Und zwar folgendes. Wir starten hier in der rechten Hand, hier oben beim D. Ne, hier ist das mittlere C. Und dann spielt einmal die rechte Hand das D. In der Oktave. Und dann spielt die linke Hand auch das D. Eine Oktave tiefer. Allerdings wird dieses D hier erst so gespielt, dann so. Und das macht die Sache ein bisschen tricky. Also D, D und dann geht es chromatisch runter. Was heißt chromatisch? Chromatisch heißt in Halbtonschritten. Wir nehmen wirklich jeden Ton mit, der uns in die Quere kommt, egal ob schwarz oder weiß. D, D, Cis, wieder die linke Hand, rechte Hand, C, linke Hand, C, H, H, B, B, A, A, As, As. Und dann gehen wir richtig tief. A, As. Bis zum S. Guck mal hier. Wirklich hier das S und dann hier das S. Also, hier vom D bis hier zum S. Ja, also man kann sagen, fast zwei Oktaven. Das hier ist, wäre eine Oktave, das ist die zweite allerdings nicht ganz, sondern einen Halbton drüber. Und guck mal hier, ich sitze jetzt übrigens noch immer in der Mitte. Wieso? Weil wir auch vorher, ne, wir haben ja schon deutlich höher gespielt. Das heißt, ich kann mich jetzt, was man grundsätzlich schon machen kann, aber ich kann mich jetzt hier für den Teil auch nicht einfach umsetzen, obwohl hier meine Hand schon vielleicht, du siehst es, hier sehr schräg ist. Pass auf, das liegt auch daran, dass ich hier wegen des Mikrofons nicht weggehen möchte. Es ist nämlich schon okay, wenn ich jetzt den Oberkörper, schau mal hier auf diese Stelle, wenn ich den Oberkörper ein bisschen, ja, deswegen auch Klavierbank übrigens, ich sitze immer auf einer Klavierbank, die so breit ist und nicht auf einem Hocker. So kann ich mein Gewicht nach links verlagern. Ja, und schon, guck mal, hier ist es nicht mehr so abgeknickt. Guck mal, zum Vergleich, jetzt würde ich in der Mitte sitzen und jetzt verlagere ich mein Gewicht. Ja, ich bin jetzt, guck mal, ich sag extra, du hörst, wie meine Stimme jetzt leiser wird, wenn ich hier weggehe. Ja, aber das ist völlig okay. Solange es der Hand gut tut. Ja, und es sind sowieso beide Hände hier, also wieso nicht auch mit dem Oberkörper kurz verlagern. Danach entspannt sich die Lage wieder. So, also, jetzt ist nur noch die Herausforderung. Das etwas schneller zu spielen, vor allen Dingen sauber. Ich habe es gerade noch nicht sauber gespielt. Aber in kleinen Stellen, also erstmal kann man das hier auch erstmal, nur um zumindest diesen doppelten Ton hier mal zu trainieren. Bada, 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 bada. Schön gleichmäßig, ja? Bada, 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 bada. Das ist die erste Übung. Und danach mal. Ja, auch das sauber, also langsam lieber und sauber. Die Kunst hier ist ein bisschen, dass die Hand, dass die Grundspannung da ist, dass die Oktave gehalten wird, nicht anspannen, aber trotzdem bewegt sich die Hand und der Arm sehr viel. Ja. Guck mal hier nämlich. Zack, die Hand, die geht hoch und die andere geht hier schon wieder runter aufs F. Ja, also,
Letztendlich ist es eine Frage der Wiederholung. Ich würde es aber tatsächlich in dem Fall auch bis ganz unten wiederholen immer. Also das ist der Überabschnitt. Ich weiß, es ist ein relativ großer. Wenn es aber eine Stelle gibt, bei der du immer wieder hängen bleibst, dann such dir nur diese einzelne Stelle raus. Aber ansonsten... kannst du ruhig den ganzen Lauf spielen, ja? Das reicht als ein Überabschnitt und das ist auch der einzige für dieses Video. Pass auf, ich mache das Mikrofon jetzt noch einmal zur Seite bei mir und dann mache ich es noch einmal etwas schneller. Okay. Ja, nicht, also das war noch nicht ganz sauber, aber es war definitiv schon die Geschwindigkeit, in der es gespielt werden muss, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell. Pass auf, und was wir dann im nächsten Schritt machen können, ist das Pedal halten, aber ich empfehle dir es übrigens erst sauber zu spielen und dann erst mit dem Pedal. Das Pedal verschönt es nämlich, ne? Und wenn du zu früh das Pedal dazu nimmst, dann gewöhnst du dir eine unsaubere Technik an. Also, es geht weiter. Und das war mit Pedal bis ganz unten dran. Der letzte Ton wird auch nur ganz kurz gehalten, nämlich dann geht es weiter mit dem nächsten Teil. Und da machen wir auch im nächsten Video weiter. Also bis dahin, ciao.